Spalt gedrückt. So, wer gewinnt jetzt? Oh, Lol. lol. Ja, voll komisch, ne? Das spielt sich auch das. Ja. Aber das wusste ich vorher nicht. Ist doch voll witzig. Ja, aber auch voll verwirrend. Irgendwie das aus meinem Schmerz. Soll zum Führenden aufschließen. Wow. Okay. Ich kenne jetzt das Prinzip von den Spielzeugautos. Hast du auch verstanden, wie man einen Punkt bekommt? Ja. Ja, indem man den anderen überholt. Also indem man weit genug vom anderen weg ist. Weil guck, jetzt hast du noch Zeit, zu mir aufzuschließen und dann. Wenn du es nicht schaffst, kriege ich einen Punkt. Guck, Rundensieger. So, was hast du? Wer gewinnt? Ja, moin. Ist halt so gut wie unmöglich hier rumzudrehen, ne? Und rechtzeitig da zu sein. Ist halt so gut wie unmöglich, dann noch rechtzeitig wieder umzudrehen und da zu sein, ne? Komm, verpiss dich. Ich hab's geschafft, wieder auf die aufzuschließen. Was sagst du dazu? Kannst du mal bitte davon abhauen? Ganz knappe Nummer. Ich bin dir ganz dicht auf den Fersen, ne? Man kann schießen, Ja, moin. schießen. Wenn du eine Waffe aufsammelst. Es gibt ja aber Extras und das eine scheint eine Waffe zu sein, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Anscheinend gibt es auch Raketen, wenn du da oben mal guckst. Guck da oben, da sind doch alle Extras abgebildet. Wie kann man die auswählen? Die musst du hier durchfahren, dann kriegst du die. Guck, die sind ja auf der Karte. Und wenn du da durchfährst, dann kriegst du die. Voll fair wären, wenn die Kamera so von oben kommt. Tschüss. Komm nicht wieder. Ich habe eine Kanone. Ich schieße mich zum Führenden auf, ne? Ja. Irgendwie ist es witzig, aber irgendwie ist es auch voll dumm zu zweit, ne? Weil sobald du ihn einen aus dem Rennen gekickt hast, hat der andere irgendwie automatisch gewonnen. Ne? Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Oh. Ja, gleich. Ja, gleich. Kennst du mein neues Auto? Noch eine Runde? Ja, bis einer 5 Punkte hat.
Ja, aber er ist 4 Punkte. Ja, ich weiß. Deswegen sage ich ja, bis einer 5 Punkte hat. Ja. Ja, du hast einen Punkt. Ja. Ich kann sagen, ich war ewig weiter und es kommt nichts. Ah, na, na. Ups. Das stimmt so nicht. Tut mir leid, GTA. Da muss hier ein Fehler unterlaufen sein. 80.000. 8.000 meinte ich. Ja, ich habe 4.000 bekommen. Ich wollte gerade sagen, 80.000. Ja, immerhin hat die Zockerschlägkuh gewonnen, ne? So. Zeige ich dir mal, wie das geht. Oh, nö. Hallo? Das ist Mobbing. Tschüss. Warum sterbe ich jetzt zuerst? Hä? Das ergibt einfach gar keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn, nein. Nein, das ergibt keinen Sinn. Es wäre jetzt so Karma gewesen, wenn du runtergefallen wärst, ne? Junge, was? Ich hab bloß meine Rakete benutzt, die ich gefunden hab. Ich hab bloß das benutzt, was ich gefunden hab auf der Map. Was sind das hier für enge Kurven? Ist das ein Darm? Komm, stirb zuerst, stirb zuerst. Ja, zuerst gestorben, oder? Nee. Ich glaube, ich bin zuerst gestorben. Ich glaube, es gibt für gar keinen Punkt, kann es sein? Ja, unentschieden. Weil wir beide gestorben sind. Schade. Hätte gegönnt, wenn du zuerst gestorben wärst. Und mein Tod nicht mehr gezählt hätte, das hätte ich dir gegönnt. Für ist eigentlich mein neues Auto. Och, Junge, was soll das denn? Kleiner Pisser. Kleiner Pisser. Stößt gegen die Regeln. In meinen Regeln steht, du darf, nur ich darf dich runterschmeißen. Ist auf, dass ich mich gleich wieder eine Rakete besorge. Tschüss. Thank you.
man dieses Rennen eigentlich auch normal gewinnen kann? Also ob es irgendwo ein Ziel gibt? Oder ob es einfach nur darum geht, den anderen runterzuschmeißen? Mist. Hab verschossen. Der, zu dem ich keine Chance habe, mehr aufzukommen, weil ich einfach umgestoßen wurde. Und der schon wieder gewonnen hat, wie ein ehrenloser Hund. Ehrenlos. 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 Einfach ehrenlos bist du. Man dancet ja so doof die ganze Zeit, Junge.